All die Endzeitfilme lagen falsch. Keiner hat gewusst, wann. Keiner hat gewusst, warum es knallt. All die Endzeitfilme lagen falsch. Der Weltuntergang, der war gar keine höhere Gewalt. All die wilden Theorien und die kruden Analysen, all die wissenschaftlichen Studien von ach so klugen Typen, alles falsch. Alles Unsinn. Nur mediale Meinungsmache. Und Mut zur Wahrheit hieß, dass man mehr Feinde hatte. Nein, die Welt ging nicht unter wegen CO2-Emissionen, nicht wegen zu viel Grillen oder zu wenig Wald in den Tropen. Nein, die Welt ging nicht unter wegen Plastik im Meer oder fossiler Brennstoffe going up in the air. Nein, die Welt ging nicht unter wegen tödlichen Viren oder des Abschlachtens von allen möglichen Tieren. Nein, die Welt ging nicht unter wegen Meteoriten, sondern wegen dem Ökofaschismus und wegen den Reptiloiden. Es ist wahr und die Wahrheit tut weh. Spitzt eure Ohren, um mit Klarheit zu sehen. Die Konservativen hatten uns gewarnt. Sie haben uns gewarnt davor, was passieren würde, wenn diese Leute an die Macht kommen. Und siehe da, wir hatten den Salat. Die Zukunft war auf einmal grün. Und jeder weiß, dass grün eine Farbe ist, die den wenigsten Menschen steht. Ich kann euch leider nicht sehen, wenn irgendjemand grün anhat. Es steht euch bestimmt super gut. Die Menschheit, nein, der Planet hat eine zweite Chance bekommen. Es war, als hätte Thanos nie mit dem Finger geschnipst, als hätte Sauron diesen Ring nie geschmiedet, als hätten sie Bambis Mutter nur mit einem Streifschuss erwischt. Es war, als hätten die Bananas ihre Pyjamas niemals ausgezogen. Ich weiß auch nicht, was das heißt, aber... Die neue Bundeskanzlerin tat sich schwer. Zu Beginn, seit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur, wurde sie stets mit allerlei Unrat, Dreck und Kacke beworfen. Sie konnte kaum den Mund aufmachen, um irgendwas zu sagen. Da versuchte schon ein überengagierter Joachim aus der Jungen Union, ihr irgendeinen Mist in den Mund zu legen, wortwörtlich. Kaum hatte sie ihn ausgespuckt, bewarf man sie schon mit in Ketchup marinierten Schweineschnitzeln, aber sie hielt sich wacker und verabschiedete sofort das erste Gesetz, ein Verbot von Schweineschnitzeln. Doch das war erst der Anfang. Nachdem Kurzflüge abgeschafft wurden, kaufte Klaus-Michael Kühne die Insel Mallorca und hob sie mit 2000 Hubschraubern etwa 300 Meter an und flog sie direkt in den Harz. Dort wurde ein 550 Kilometer langer Graben um alle herum ausgehoben, um das Inselfeeling beizubehalten und schwuppdiwupp, alle Deutschen konnten wieder mit dem Golf in den Urlaub fahren. Ballermann is coming home again. An die Papierstrohhalme in den Sangria-Eimern hatte man sich gewohnt. Doch es sollte noch schlimmer kommen. 10 Jahre später hatte die neue Führerin mit Hilfe von Greenpeace in einem paramilitärischen Putsch die Macht ergriffen und sie sich mit Umweltnotstandsgesetzen auf ewig gesichert. Alles kam genauso, wie Friedrich Merz es vorhergesehen hatte, nur viel schlimmer. Merz selbst wurde öffentlich hingerichtet. Die Todesstrafe war in ihrer Perversion unübertroffen. Man sperrte politische Gefangene nämlich nicht einfach ein, man mästete sie mit auf Erbsenprotein basiertem veganen Schinkenspicker. Als Merz sich nicht mehr bewegen konnte, ließ man ihn gefesselt auf dem Berliner Alexanderplatz in einem 10x10 Meter großen Aquarium ertränken. Für die Schaulustigen eher ungünstig, statt Wasser ertrank man ihn nämlich in Oat-Hafermilch Barista, das ist die graue Packung. Den leblosen Körper ließ man dann für 3 Tage so platzieren, dass Fußgängerinnen mit ihren Bambuszahnbürsten auf ihn einschlagen konnten, was keinen Sinn ergibt. Aber die von Hydrofill sind komplett klimaneutral und momentan im Angebot. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, ich habe keine Pause nach Fußgänger gemacht, denn das Gendern war auch den grünen Ökofaschisten viel zu anstrengend. Man hat einfach generell das Maskulinum aus der deutschen Sprache gestrichen, wobei man auch nicht mehr Deutsch sagt. Es existiert weder Deutsch noch Deutschland. Der Bundestag hatte einstimmig entschieden, das Land in Allnatura GmbH umzubenennen. Amtssprache wurde Englisch, jedoch schuf eine Reform direkt das TH ab und aus den Buchstaben R und W wurde ein W, wie bei Ottmar Zittlau, wenn er Vanessa oder Schwager sagt. Ja, vielen Dank an der Stelle. Das freut Ihnen bestimmt auch. Die Welt war eine andere geworden. Europa war ein einziger Windpark, umzingelt von Sojaplantagen. Nur im Darknet konnte man für extreme Summen noch echten Käse kaufen. Alles, was Spaß macht, war illegal. Am Bahnhof sah man Greenpeace-Soldaten Jugendliche kontrollieren. Spürhunde suchten nach den populärsten Szenedrogen, Haarmilch und Snacksalamis. Natürlich wurden nur die biodeutschen Kids kontrolliert. Migrationshintergrund war auf einmal der größte Luxusstatus, den Frau haben konnte. Richtig gehört, Männer wurden alle versklavt, sobald sie geschlechtsreif wurden. In Arbeitslagern mussten sich gegenseitig die Eier abschneiden und Strickpullover herstellen. Alles war anders. Bei TV-Now-Produktionen wie Ex on the Beach oder Love Island wurden nur noch Sozialpädagoginnen gecastet, die eine ganze Staffel lang Trivial Pursuit spielten und die Verliererin musste sich als Strafe Beine oder Achseln rasieren. Es war schrecklich, genau wie dieser Text. Aber ändern konnte man daran auch nichts. Bevor man ein politisches Mandat übernehmen durfte, musste man mindestens 3-mal das Geschlecht gewechselt haben. Eines Tages war der Albtraum aber vorbei.
Denn Michael Wendler, den Frau längst für tot gehalten hatte, konnte mit Hilfe von Elon Musk auf den Rücken des Mondes fliehen und sich durch genügend Kämpfe im hohen Mondgras weiterentwickeln. Und wie es war, eine Ultradigitation zu Vagumon. Von ihm angeführt kam eine Reptilienarmee direkt nach Demeter City, der neuen Hauptstadt, und brachte die ganze linksradikale Elite einfach um. Gleichzeitig brach die Erdoberfläche wegen der Sojamonokultur ein und Gott bohrte so tief in der Nase, bis er den Erdkern erreicht hatte. Dann wurde es ganz, ganz still. All das versuchen Konservative uns mit Mühe zu erzählen. Aus Angst, wir könnten wirklich alle die Grünen wählen. Und ich bin ganz ehrlich langsam müde von dem Reden und möchte am liebsten diese Typen nicht mehr sehen. All die Laschets, all die Söders und Merzes, alles Männer voller Angst. Angst um ihre Macht, ihre Eier, ihren Schwanz, also all ihr Baerbocks, all ihr... Jetzt klatscht ihr noch, aber sowas, jetzt kommt... Aber all ihr Baerbocks, all ihr Neubauers, ich weiß, es klingt sehr stumpf, aber schnallt euch bitte metaphorisch ein Dildo um und dann gebt es diesen Jungs. Ja, gebt es diesen Jungs, die Zeit ist reif und die Zukunft gehört ums, also schnallt ihn euch um und gebt es diesen Jungs. Danke.